unser Spieler des Tages, heute mit der Nummer 28, Philipp! Philipp, also erstmal herzlichen Glückwunsch. In meinen Augen warst du heute der entscheidende Faktor in der zweiten Halbzeit. Was war der Unterschied in der zweiten Halbzeit im Vergleich zur ersten? Erste Halbzeit zur Abwehr gut funktioniert, aber Angriff nicht so gut. Ein paar technische Fehler und ein paar schnelle Tore gemacht. Und zweite Halbzeit mit mehr Konzentration Spiel und mit mehr Kämpfen und Laufen nach vorne und einen Charakter mit hinter 5 Tor und dann kommt 5 Tor plus. Das ist richtig gut für uns. Das glaube ich auch eine ganz, ganz starke kämpferische Leistung vor allen Dingen. So ein Torhüter von den Gegnern, der ist ja irgendwann auch im Kopf von den Spielern, wenn er gut hält, so wie jetzt heute Carsten Lichtlein in der ersten Halbzeit. Braucht es dann so einen Spieler wie du, der dann frisch ist, der das eben nicht hat, der einfach dann ein bisschen unbedarfter in so ein Spiel reingehen kann? Zweite Halbzeit, alle Spieler mit mehr Konzentration werfen und vielleicht ein bisschen Konzentration auf die andere Mannschaft, Torwart, nicht so gut und gut für uns. Jetzt geht's, ich glaube, ihr bleibt direkt am Flughafen, es geht morgen direkt nach Skopje. Freust du dich so ein bisschen auf zu Hause? Ja, immer und immer weiter. Jetzt spiele Champions League gegen Vardar und immer Kopf hoch. Heute gut gespielt alle und das ist nur weit. Triffst du dich zu Hause mit deiner Familie in Skopje? Ja. Okay,